Servus Leute und willkommen zu einem Spezialvideo. Heute geht es um den Axel Springer Verlag, um Bild.de und ich werde euch in diesem Video erklären bzw. mitteilen, warum Axel Springer Verlag mittlerweile sehr schwierig zu blockieren ist, weil einfach die haben sehr gute Programmierer zum einen und zum anderen haben sie das so programmiert, dass wirklich jeder Scheiß, egal welchen Blocker ihr habt, nicht blockiert mehr werden kann. Aber nun gibt es natürlich die Möglichkeit des Trick 17. Gewisse Skripte und wenn ich das einschalte, dann kann ich hier draufklicken, dass hier jetzt alles zugelassen wird, also nichts wird blockiert, also komplett zulassen. Und das müssen wir mal schauen hier. Ja. Alles, ja, okay, alle. Könnt ihr nur deaktivieren, aktivieren. Dann macht ihr einfach alles mal grün. Ja. Komplett alles zulassen. Das macht ihr auch grün, das macht ihr auch grün. Das macht ihr auch grün. Alles komplett. Und dann seht ihr mal, wie das ist, wie illegal Bild ist, weil da wirklich so viele Skripte sind, die eigentlich euch verfolgen und wirklich tausende von Skripte sind, die euch da wirklich verfolgen und auch anderes Zeug machen. Und dann sieht man auch, dass in Deutschland Diktatur herrscht und keine Freiheit und es nur gibt, wer Macht hat, der hat Recht. Macht und Geld hat Recht. Und wer kein Geld hat, der hat Unrecht. Mehr ist es nicht. Es ist kein Rechtssystem, in dem wir leben. Lang nicht mehr. Ich selber, der du gesagt hast. Ja, wir müssen jetzt komplett den ganzen Scheiß hier anmachen. Ja, das ist, ich hab da ein bisschen viel Arbeit, aber glaubt mir. So, seht schon, Haufen Arbeit, weil sobald ihr nämlich das macht, merkt ihr was? Jawohl, richtig, die Arbeit ist getan und das war's auch schon. Also ihr müsst gar nicht so viel jetzt wegmachen, wie ich gemacht habe. Ich habe noch zusätzlich was euch gezeigt. Aber wenn ihr so seid, wenn ihr das so beibehaltet, dann seid ihr gut dabei. Ja. Und ihr habt tatsächlich keine Werbung auf der linken und auf der rechten Seite nicht. Und wenn ihr auf diesen Artikel klickt, dann könnt ihr auch alles lesen, werbefrei. Und das ist sozusagen die einzige Lösung, die ich jetzt finden konnte, was ich euch empfehle, weil der Axel Springer Verlag, der hat Trillionen von Euro, also wirklich, ich sag Trillionen, das ist nicht überspitzt, die haben da Haufen Geld ohne Ende. Und ich bin der Meinung, jemand, der so viel Kohle hat, der braucht noch nicht mehr in den Arsch geschoben. Ich sag euch, in Polen, wo ich herkomme, in Polen, da gibt's so einen Quatsch nicht. Ja, da gibt's keine Zeitung oder keine Verlag, der so einen Bullshit macht. Ja, da habt ihr gar keinen Achtblocker, da braucht ihr das nicht. Ihr könnt es und da passiert euch nichts. In Italien ist es vielleicht anders, in Spanien ist es sogar anders, aber ich weiß, in Polen, da würde man so einen Scheiß nicht machen. Ja. Und ganz ehrlich, liebe Bild, ihr habt echt Besseres zu tun, als Leute auszubeuten und wirklich für jeden Scheiß Geld zu verlangen. Ja, ja, das war's eigentlich von diesem Video. Ich bin mir sicher, dass dieses Video nicht lange bleiben wird. Das ist mein Fazit, also meine Vermutung. Die schließen aus mehreren Gründen, da Deutschland kein Rechtssystem ist, also wie Xavier Naidoo sagte, kein freier Staat ist. Diese 2+2 Verträge ist auch alles Bullshit, was der Zollmecke Anwalt sagt. Die gibt es zwar ja, aber wenn wir in einem System leben,
Und das ist mal die logische Erklärung und Frage, ganz einfach Begründung, wenn etwas ich blockiere und die Firma sagt, das will ich nicht, weil ich damit Kohle verdiene, obwohl es ist Bullshit, die haben Trillionen von Euro, also genug Geld. Und dann zehrt Bild Firmen oder Leute vor Gericht, um zu sagen, lieber Richter, tu dem aufs Maul hauen und sagen, der muss das machen, sonst stirbt er. Und das ist wirklich so, dann ist das eine Diktatur für mich. Ganz einfach. Ich erkläre es sehr simpel und mit harten Worten und mit der ungeschönten Sprache, also nicht der Blumensprache, wie die in der Sprache es gibt, in der deutschen Sprache und jeder anderen, sondern einfach von Mensch zu Mensch. Und das ist für mich kein freies Land und kein freier Staat, wenn so entschieden wird. Wenn Bild sagen würde, nach diesem Video, was ich jetzt reinstelle, ey, pass auf, wir werden dich nicht verklagen, weil wenn wir das tun würden, würden wir dir zustimmen in deine Behauptung. Also lassen wir dieses Video und damit sorgst du, dass unsere Werbung jetzt nicht angezeigt wird, diese nervige Werbung. Dann würde stimmen, dass die Demokratie da ist und meine Meinung nicht stimmt. Aber sobald die Bild das oder YouTube oder sonstige das rausnehmen wird, meistens eigentlich ein Bild, dann habe ich recht und ihr habt verloren dieses Bild. Und dann heißt es bei Hitler, bei Satan und meine Vorfahren, die bedroht wurden und viele polnische Leute, die gestorben sind, um ein besseres System zu machen für den Bullshit, was die Deutschen gemacht haben, die NSDAP bzw. es waren Deutsche, nur künstlicher Begriff ist Nazi, war umsonst. Dann war für die Wahrheit zu kämpfen umsonst und dann brauchen wir uns nicht zu belügen, dann leben wir weiterhin immer noch im Zweiten Weltkrieg, immer noch im Reich, mit dem Unterschied, dass es einfach ein Etikett drauf gemacht wurde und die Leute so gebrainwashed worden sind, dass sie einfach keinen Plan haben, dass bis heute immer noch keine freie Meinung gilt und keine freie Äußerung. Das im Endeffekt die Wahrheit ist. Yeah.